Ich habe in den ersten 9 Jahren schon gar nichts gelernt. Ich glaube, mein Schnitt war etwa ein 3er. Und erst der Sport hat mir den Ehrgeiz richtig gegeben. Ich bin nicht die technisch brilliert auf dem Feld. Ich bin auch nicht wirklich schnell. Aber ich habe etwas, das mir niemand wegnehmen kann. Das ist meine Mentalität. Also, ja, ragazzi. Raus mit euch. Mittlerweile habe ich alles trainiert. Von 5-jährig bis 30. Der Anspruch ist immer der gleiche, die besser zu machen. Für mich war der ganze Fußball eine enorme Lebensschule. In Bezug mit seinem Egoismus mal zurückstellen. Wenn jeder sein eigenes Spiel spielt, dann funktioniert es nicht. Im Fußball habe ich gelernt, dass nicht das Aussehen und nicht das Alter und nicht die Herkunft wichtig ist, sondern es zählt nur immer der Mensch. Nur. Hey, okay, kein Problem. Ist das so schwer? Wer hat es mir nicht umgekommen? Ich kann dich nicht drehen! Es gibt Momente von Zweifel und Unsicherheit. Ich gehe auf die Schnur. Komm raus und gehe auf die Schnur. Es war Pech und es gehört auch zum Leben, mal enttäuscht sein, traurig sein. Mit dem Wissen, du musst einfach einmal mehr aufstehen, als das umgekehrt ist. Was sind Ihre Schwächen? Was sind Ihre Schwächen? Verteidigung. Ruf auf der Seite hinter der Verteidigung. Haben wir das gemacht? Haben wir es gemacht? Dann mach jetzt! Der Funke, den die Kinder in den Augen haben, das ist das, was einfach der Reiz ist. Wenn ich zurückschaue, auf meine Jugend, auf meine Lehre, auf alles, was ich nachher gemacht habe, das ist wie der Tellerwäscher zum Millionär. Also ich kann mir das Leben ohne Fußball nicht vorstellen. Also ich sage, solange ich stehen kann, will ich vom Fußballplatz sein.